Ja, rübersteigen. Nicht drauf treten, Maxi. Was denn? Ich dachte, ich sollte da drüber steigen. Ja, da sind wir wieder am Rhein angekommen, wieder zum Fiedern. Ja, Maxi, was wollen wir heute fangen? Ja, wir gucken, dass wir heute ein paar Brassen, zuerst Rotaugen, dann, wenn die Nacht anbricht, dann vielleicht noch ein paar Brassen. Ja. Ja. Mit dem Wetter haben wir heute richtig Glück, oder? Ja. Sonst immer durchgeregnet und jetzt scheint schön die Sonne, blauer Himmel. Ja, dann packen wir die Sachen aus und los die Ruten ins Wasser. Genau. Bevor man anfängt zu angeln, muss man den Kescher nass machen. Genau, sonst gibt uns Neptun keine Fische. Ja. Oder? Da kommen die Fische von allein, oder? Wenn der Kescher nass ist. Super, Maxi, gut gemacht. Der Futterkorb ist voll. Zeigen wir, was die Maden machen. Soll ich neue? Ja, ne? Ja, klar. Die eine kann man hier noch stehen lassen. So. Eins. Zwei. Wie viele machst du drauf, Maxi? Drei. Soll ich vier? Ja, mach vier. Ja, dann pack ich mal vier drauf. So. Jetzt kann man die Fische schön hackeln. Ja, so eine kleine Spitze noch. Weitere Bisse kommen. Die ersten konnten wir nicht verwerten. Ah, jetzt Kugelein. Dann können wir auch den ersten Futterkorb hier ran. Oh doch, da ist eine Grundel. Ah, super. Ja, eine Grundel. Sag ich doch da. Ja, super. Mach war nicht umsonst. Leckeres Ding. Klein, aber lecker sind die und haben auch wenige Gräben. Und Maxi, ist was dran? Ja, ich glaube eine Rotauge. Aber kein Kescher. Oder gar nicht. Oder? Eine Brasse. Oh, ein kleiner. Ich kann ihn jetzt noch mit der Hand greifen. Weg. Und weg ist er. Maxi ist gerade ein richtig großer Riss am Ufer. Maxi, komm, mach hier nichts draus. Kriegst noch einen. Komm, Kopf hoch, weiter an. Passiert. So, schon ist die schlechte Laune verflogen, wenigstens ein kleinerer. Ja, aber gekriegt. Ja, super. Ja, Petri, Maxi. Ja, danke. Und den großen kriegst du auch noch, mach dir keine Sorgen, ja? Oh nee, siehst und du Maxi, gleich. Wie läuft's heute? Ja, sehr gut. Hier siehst du unsere zwei großen Grundeln. Ja, heute ist irgendwie Grundeltag, oder? So groß wie meine Hand ist die größte hier. Ja. Meine Hand ist ungefähr so 20 cm fast. Ja, 10. Aua, kann beißen.
schon wieder einer ab. Ja. Oh Mann, ey. Ein Haken abgerissen, ja. Endlich den Brassen, den ich haben wollte. Der ist nämlich schon mal abgerissen. Weißt du? Hier. Ich nenne den Tom. Schöner. Ja, Petri Maxi, gut gemacht. Ja. Und Tom haben wir gefangen. Feuerstelle super, die du angelegt hast, mit den Steinen. Echt gut gemacht, Maxi. Hier oben. Und der nächste große ist in den Kescher gegangen. Ja, relativ groß. Ja, nicht so groß wie der andere, oder? Gleich groß? Ja, aber ein schöner Fisch, oder? Ja. Siehst du, da warst du gerade mit dem Feuer beschäftigt. Ja, und hab trotzdem den gehackt. Ja. Wo hab ich auch? Gut gemacht. Wow, das ist ein Riesending, oder? Ja. Wow, gucken wir mal an. Guck hier, wenn ich an meinen Fuß mache, hier geht es bis zur Hüfte. Ja. Wow. Der fliegt allein total. Und hier ist so etwas, hat er sich verletzt. Ja, hat sich gelohnt. Hat gerade angefangen zu regnen. Und jetzt. Und da kam der schöne Fisch. Boah, der ist richtig schwer. Ich kann den nicht mehr lange halten. Oh, Maxi ist überglücklich. Haben wir doch noch einen großen rausgeholt. Hm. Einer ist leider direkt am Anfang abgerissen. Ungefähr die gleiche Größe. Wie groß war der jetzt? Hast du ja gemessen, oder? 50 cm. Das ist schon ordentlich, oder? Ja, die anderen waren nur 31 und die anderen waren von 19 bis 36. Hm. Einer war 19, der andere war 31, einer war 33 und einer war 36. Ja, jetzt regnet es. Wie üblich. Die ganzen Wochen schon. Naja, aber wir haben einen Schirm mit und dann geht das. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen abwarten, machen echt da Angler. So. Ja, genau. Wir sind es eigentlich dran gewöhnt, so 40 Minuten abzuwarten. Ja, gucken wir, was noch kommt. Nicht gesehen. Bist du ins Wasser getreten? Ja, hier bis hier. Oh, okay. Ich dachte, die Schuhe wären nicht wasserdicht. Jetzt haben wir die Antwort, wasserdicht. Ja, super. Ja, gerade noch das Video aufgenommen, was wir gefangen haben und der nächste Biss. Ja, ich habe meine Taschenlampe auf falsch rum angezogen. Oh. Der nächste Brassen. Es geht hier Schlag auf Schlag. Der ist bestimmt so an die 40 cm fast. Ja, ist auch etwas größer, ja. Ja, schön. Du kannst weitergehen, oder Maxi? Jo. Den will ich noch messen. Boah, ja. Man. Der schwimmt. Warte, warte, ruhig, Maxi, ruhig. So, führen den Kescher langsam, langsam. Ja. Ja. Schlag auf Schlag. Das ist wirklich ein guter, ne? Ja, gerade einen abgemacht. Kommt der nächste. Hey Papa, ich habe ein Problem mit der Bremse. Siehst du? Ja. Egal. Ja. Der Fisch wird dreckig. Was ist im Kescher drin? Das Messer ist da drin. Da, guck mal. Ein richtig schöner, ne? Ja. Oh, das ist bestimmt so ein 40er, oder? Ja. So, heute ist auch schon der Tag vorbei. Wie ihr seht, ist schon Nacht, Mitternacht ungefähr, ja. Und wir haben sehr viel gefangen. Ja, ganz viele Fische, einige große waren dabei. Ja, hat so Spaß gemacht, ne? So von 50 cm
von 19 cm auf 50 cm. Ja. War eigentlich alles dabei. Und jetzt packen wir Sachen und fahren nach Hause. Mit 6 Kilo Fisch.